man den Stadttag auf jeden Fall verbringen. Domi ist gerade auch aufgestanden, ist im Bad. Ich werde jetzt kurz zum Bäcker latschen und Brötle holen, weil wir gesagt haben, heute nur ganz gemütlich frühstücken. Domi will einen Augenblick, ich hoffe, es hat eins. Ich weiß noch gar nicht, was ich nehme. Ich lasse mich vor Ort inspirieren. Und wir haben heute sogar gezieltes Shopping vor, weil Domi will ein paar bestimmte Sachen holen und ich will ein paar bestimmte Sachen holen. Wobei ich glaube sogar, dass ich es heute einfacher habe und das ist selten der Fall. Na dann, lass mal gucken gehen. Ich habe jetzt einfach zwei Laugensachen mitgenommen, weil da gab es verschiedene. Dann kann sich Domi jetzt aussuchen. Ich nehme einfach das andere dann. Aber das ist eh alles lecker, deswegen. Einmal klassisches Laugenweckle von Domi. Zumindest mal geplant. Und ein Laugenzöpfle mit Körner für mich. Aber ich frage ihn, vielleicht will er auch das haben, dann nehme ich das andere. Tü. Sieht es nicht lecker aus? Ich habe eine Hälfte mit Salat, bisschen Soße, Käse und Essiggurken gemacht. Auf die andere Hälfte, da kommt noch Marmelade drauf. Und zwar die da hier. Das ist Marmelade, die ich selber gemacht. Die wurde 2021 erstellt von meiner Mom. Und die versorgt uns immer schön damit. Und die mache ich aber erst drauf, wenn ich das hier gegessen habe. Weil erstens weiß ich nicht, ob ich es schaffe. Und zweitens mag ich das nicht, wenn das so in das Weckle reinzieht. Dann wird das irgendwie ledschig. Deswegen muss das ganz frisch drauf und dann gleich gegessen werden. Kaffee hat mir Domi heute gemacht. Voll lieb. Ich habe gesagt, er soll einen gut wässrigen Kaffee machen, weil es ja neben Essen her ist. Und das sonst einfach zu viel wird, wenn es sehr viel Milchanteil ist. Deswegen habe ich einen schönen wässrigen Kaffee heute. Domi Lein macht sein Essen gerade auch noch. Hi. Was machst du dir drauf? Einmal eine Hälfte auf meinem Laugenweckle mit Käse. Und das andere ist Samba. Sündhaft lecker. Falls irgendjemand keine Ahnung hat, was Samba ist. Dann Schande über euch. Samba ist das Nutella in Dommis Welt. Ich bin voll gespannt, ob wir erfolgreich sein werden beim Shoppen, mein Schatzilein. Ich will nämlich Socken kaufen, zwei spezielle Socken, Polstersocken. Vor allem aber ist unser heutiges To-Do, wenn man so nennen will, Hosen, weil das haben wir sehr lange vor uns hergeschoben und der Herr braucht Hosen und deswegen Männerhosen, oder? Die Kombination erfolgreich und shoppen existiert. Doch, natürlich. Und wir wollen noch zu so einem Burgerladen gehen, wo wir schon mal hin wollten, wo dann uns aber leider eine spontane Geschichte aus der Arbeit ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und deswegen wollen wir das heute machen, weil da gibt es nämlich hier bis 17 Uhr ein sehr cooles Menü, wo man Getränk, Burger, Beilage und ein Heißgetränk danach noch, also sprich ein Kaffee, bekommt für durchschnittlich etwas günstigeres Geld. Und das finde ich sehr toll. Jetzt gucken wir erstmal, ob wir einen Parkplatz kriegen. Wir fahren nach Kempten und gucken, ob wir an der Hochschule parken können, weil da kann man kostenlos parken. Und das würde unsere schwäbische Seele freuen. Wir haben sogar einen Parkplatz bekommen. Die weiße Hose, die hat auf dem Bügel echt schön ausgesehen, aber ja, ist halt praktisch mit Taschen, aber ist irgendwie einfach nicht so Dommi-Stil, sage ich mal. Die zweite in Grau, die war richtig schön. Die haben wir dann auch mitgenommen und ich weiß nicht, graue Hosen finde ich an Dommi sowieso, die gefallen mir sehr, sehr gut immer. Und ich fand die auch so vom Sitz her, von der Weite her, einfach passend. Ich darf noch Socken für den Dommi aus und es gibt 3 für 2. Ja, was soll ich sagen? Pizza, fliegende Hotdog und Bananen. Aber wir haben doch schon Hotdog. Tierschutz. Viel Spaß damit. Aber Hotdog haben wir doch schon. Das ja, aber der Hotdog fliegt. Komm. Wow. Auf geht's. Ja. Kasse. Ist oben, oder? Ja. Jetzt diese schwarze Jeans, die du ausgesucht hast. Ja, dreh dich mal. Bei Schwarz hast du aktuell wenig im Schrank. Ja, das stimmt. Ja, die finde ich gut. Lass mal gucken. Auch in der Form. Dreh dich nochmal. Ja. Ja. Die liegt nicht zu arg an, aber ist auch nicht so mega weit. Die finde ich gut. Approved. Okay. Jawohl. Das ist jetzt ein bisschen kleiner, die gleiche in Schwarz, ein bisschen kleiner. Und das hier sogar noch mit T-Shirt. Also das T-Shirt finde ich schon mal sehr schön. Das helle ist nichts. Ja, das dachte ich mir, dass man da Sachen durchsieht, die man nicht sehen sollte. Ja. Deswegen habe ich gleich einen schwarzen besorgt. Ja, aussehen tun beide gut. Findest du, die ist noch ein bisschen kürzer, gell? Ja, da finde ich fast die besser. Was sagst du da? Ich habe auch gedacht, dass die... Ja, dreh dich mal, ja. Die macht einen guten Arsch, okay. Oh, ich
Ich finde die besser als die weitere. Aber probiere trotzdem mal die graue noch an. Die graue ist jetzt so genau in der Mitte. Weil ich liebe graue Hosen. Und die und so. Was ist denn die graue Hose? Einmal graue Hose. Das ist die gleiche wie die vorher, nur in grau. Die finde ich auch gut. Das sind andere Größen. Genau, die ist so genau in der Mitte. Aber die Hose finde ich gut, Schatz. So, oder? Ja. Ich glaube, das Hemd nicht so, aber die Hose finde ich gut. Find ich auch nicht. Das Hemd ist noch zu alt. Aber Hose ist gut. Ja, vielleicht nicht. Warum? Einfach nein. Einmal die nächste, bitte, danke. Hosen sind furchtbar. Ich weiß, Hosen einkaufen ist eine Sache für sich. Es gibt nur eine Sache, die anstrengender ist, als Hosen einzukaufen, finde ich, und das ist Schuhe einkaufen. Noch eine schwarze Hose. Das sind die Chinos, gell? Nee. Nee, das ist die bequeme Reisehose, das ist gell? Reisehose. Mhm. Aber die wirkt schon sehr locker, finde ich. Ich finde, die macht ein bisschen Old Man Vibes. Ja, die hat nicht so die schöne Form. So, ich finde die andere besser, Schatz. Mhm. Die ist eher so. Das hat dieses typische. Das nimmt jede schöne Form, die da ist, irgendwie weg. Und das ist so eine schöne Form, die müssen wir ein bisschen. Dieses typische. Na, weg damit. So, Old Man Vibes. Weg damit. Definitiv Zeit für Burger bei uns. Hoffentlich kriegt man einen Platz um die Zeit. Wir haben Pommes und Burger. Mit schwarzen Burger. Brötchen, ich habe Barbecue-Banger, das Pulled Beef und Cheddar und so weiter drauf. Und dann ja die gleichen. Und Getränke haben wir jetzt auch. Rhabarber, Vanille und Mango. Mahlzeit. Bei dem Menü war sogar noch Kaffee mit dabei, deswegen haben wir jetzt Milchkaffee am Ende. Oh, sehr lecker. Ja. Wundervoll. Sehr lecker. Jetzt hat es angefangen zu regnen. Pünktlich, wenn wir zurücklaufen zum Auto, Schatz. Ja, Mai ist nicht viel. Wir sind ja nicht aus Zucker. Ja, das stimmt. Das hier sind die Polstersocken, also einfach so halb hoch, dass immer noch Socken zwischen Fuß und Schuh sind. Gleichzeitig aber eben dieses polsternde, frottimäßige. Und in schwarz damit einfach zwischen Legging und Schuh. So wie jetzt auch gerade eben. Wenn da was rausschaut, dass es dann halt nicht irgendwie komisch rund ist. Jetzt freue ich mich nach Hause zu kommen. Aber wir müssen. Warte, ich muss kurz zumachen. So. Wenn wir zu Hause sind, müssen wir noch kochen. Aber. Kürbis. Genau, wir machen Kürbissuppe, weil ich habe noch Kürbis eingefroren, so Hokkaido. Weil, ja, mit dem Burger von heute Mittag braucht man nicht mehr groß anfangen, groß Abendessen, da reicht es halt echt. Man kann einfach sagen, es ist voll lecker. Es ist wirklich voll lecker. Ich zeige euch das Rezept, es ist wirklich super. Und es ist auch voll perfekt als Suppe für direkt nach der OP. Also. Hier auch magenpreppertauglich und schlauchmagentauglich. Es ist wirklich episch gut dafür. So, da ist mein eingefrorener Kürbis. Jetzt schaue ich mal, das müsste eigentlich reichen. Wenn nicht, ich habe nochmal so viel eingefroren, also reicht noch eine Weile. Da hat schon ein bisschen so Eis gebildet, deswegen ja, keine Ahnung. Ist irgendwie wichtig, dass ich den mal rauskriege. Also machen wir den. Den lasse ich jetzt auftauen, so ungefähr 2 Stunden und dann legen wir los mit dem Kochen. So, damit mir der nicht lätschig wird und nicht in dem Tauwasser liegt, habe ich den hier unten in ein Sieb reingepackt. Das Sieb, das stelle ich jetzt einfach ins Becken. Berührt damit ja den Becken auch nicht, da bin ich nämlich ein bisschen komisch. Und dann kann es schön ablaufen, das Tauwasser, und mein Kürbis wird nicht lätschig. Neben dem Kürbis an sich brauchen wir als Zutaten ein bisschen Zitronensaft von der frischen Zitrone, theoretisch natürlich auch von so einem Fläschchen, geht genauso. Dann brauchen wir Kokosmilch, etwa, ja, je nachdem wie viel Kürbis ihr habt, also es sollten so 6 bis 7 Teile Kürbis sein und 1 bis 2 Teile Kokosmilch. Das ist ganz praktisch. Ich habe die nämlich sowieso noch übrig von dem Lachsrezept von vor ein paar Tagen. Dann brauchen wir gewürztechnisch Salz, Pfeffer, Muskat und Gemüsebrühe. Das war's schon.
Wer mag, der kann auch noch ein bisschen frischen Ingwer mit reinpürieren oder alternativ ein bisschen Ingwer-Gewürz reinschmeißen. Das ist was, das habe ich von meiner Schwiegermama gelernt. Das ist sehr gut mit Kürbis harmoniert. Habe ich vorher nicht gemacht. Seitdem ich das bei ihr mal gegessen habe und das sehr lecker war, mache ich das in dieser Form auch ab und zu mal. Ist aber Geschmackssache. Müsst ihr ausprobieren, ob das euer Ding ist. Weil Ingwer ist halt einfach nicht jedermanns Sache. Jetzt kommt erstmal noch einen guten Liter Wasser dazu. Und dann koche ich das Zeug ein bisschen weich. Bis das Ganze kocht und vor allem weich ist, dauert es ein kleines bisschen. Deswegen habe ich hier einfach meinen Laptop aufgebaut. Und ja, während hier das eine Video entsteht, wird hier das andere Video geschnitten. Multitasking, meine Freunde, so funktioniert das. Der Kürbis ist jetzt soweit weich, das heißt, wir können jetzt die ganzen Gewürze und die Kokosmilch hinzufügen. Und danach wird püriert. Ein bisschen Salz braucht man, aber nicht zu viel, weil das nimmt den Geschmack relativ stark an. Pfeffer, auch hier nicht zu viel. Muskat, da freue ich ein bisschen mehr rein. Und bei Bedarf Ingwer. Und ein Esslöffel Gemüsebrühe. Nein, der Löffel haut ab. Und fertig ist das gute Stück. Sieht es nicht hammermäßig cremig? Okay, da sind noch Stücke drin. Ich glaube, ich muss nochmal durchpürieren. Egal, sieht es nicht hammermäßig cremig aus an den Stellen, wo es sogar püriert ist. Übrigens, dieses Rezept vielleicht mit etwas weniger Salz und ohne den Ingwer wegen der Schärfe oder so, würde ich super krass auch empfehlen für die Flüssigphase. Grundsätzlich habe ich aber entweder Kokosmilch und Gemüse oder was die perfekte Suppe ist, was mit jeglichem Gemüse, das nicht bläht, gut funktioniert für die Flüssigphase nach OP, ist zum einen 1 Liter Milch und 1 Kilo Gemüse, ein bisschen Gemüsebrühe, Salz, Pfeffer, pürieren, that's it. Könnt ihr einfrieren und portionieren, perfekte Vorbereitung für die OP. Also das mal dazu, nachdem in letzter Zeit ein paar Fragen zu Flüssigphasenrezepte gekommen sind. Und voilà, hier ist die fertige Suppe. Sieht die nicht lecker aus? Ihr wisst gar nicht, wie unfassbar cremig und lecker das ist. Das ist wirklich Kürbis, kommt harter Geschmack raus, einfach ein bisschen verfeinert. Genauso wirkt es gerade im Moment. Hammer. Und ich finde, weil die so super cremig ist, hat man nicht das Gefühl, dass man nur eine Suppe gegessen hat, sondern dass man richtig gegessen hat. Und gerade frisch nach OP ist das halt echt irgendwie ein tolles Feeling. Pure Empfehlung, Leute. Definitiv. Damit verabschieden wir uns auch, oder? So bist du gut, Leute. Aber macht sie selber nach und schaut auch beim nächsten Video wieder rein, weil es gibt wieder coole Sachen zu entdecken. Bis dahin, macht's gut. Ciao.